Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Magna Carta 2. Wir sind hier immer noch im Blausumpfland, wo es uns in der letzten Folge gelungen ist, Juto quasi wieder zu reanimieren. Jetzt mit neuer Haarpracht und neuer Haarfarbe. Sieht ein bisschen aus wie Opa Juto, aber immerhin ist er wieder bei uns. Und wir haben eine totale Abkotzmission abschließen können und haben darüber hinaus die ein oder andere Nebenmission noch offen, der wir uns mit Sicherheit hier in diesem Part auch noch widmen werden, es sei denn, wir bekommen jetzt Hauptstory-mäßig irgendwie was total Neues um die Ohren gehauen und haben irgendwie gar keine Chance mehr, selber über irgendwas zu entscheiden. Ich habe offscreen übrigens ganz kurz mich in Richtung Laden bewegt und mal so ein bisschen gestöbert, was man so machen kann. Und, warte mal kurz. So, mein Headset knatschte nämlich gerade etwas komisch. Ich habe zwei Ausrüstungsteile eingekauft von dem bisschen Geld, was ich hatte. Habe ein paar alte olle Sachen verkauft, die ich nicht mehr gebraucht habe. Juto hat jetzt wieder seinen Einhänder. Der hatte ja im Rahmen des letzten Bosskampfes kurzen Zweihänder. Nee, nicht beim Bosskampf, sondern für diese komische Koop-Technik da. Und er hat jetzt hier einen neuen Schulterschutz. Den alten habe ich verkauft, genauso wie Crowcell. Ich habe keine neuen Waffen gekauft, obwohl es da, glaube ich, einige gegeben hätte. Aber dafür hat mein Geld jetzt nicht gereicht und ich wollte erstmal die deutlich besseren Defense-Sachen erstmal priorisieren. Und ja, ich hoffe, dass wenn wir die nächsten Kampfgebiete so ein bisschen durchstreifen, dass wir dann genügend Geld einsammeln, um dann hier wieder einen dicken Einkauf in Kota Mare zu tätigen. Aber momentan, ich habe heute irgendwie voll das große Stottern. The Mare historical records are all stored in the undersea tunnel. There is a room there that can only be opened by the Mare. We did this to keep our documents safe. But we've been through the undersea tunnel dozens of times, and we've never noticed anything like that. To enter the room, you must open a hidden door. The words engraved on Strauss's monuments are supposed to act as the key to open it. I don't believe it will be very difficult. Not if you know your Lansheim history. Take this token with you. Okay, vielen Dank. Ja, wir sollten, stimmt, ich erinnere mich jetzt auch wieder, wir sollten ja irgendwelche alten Mare-Aufzeichnungen finden, aus denen wir dann irgendwie irgendwas entnehmen sollten. Ich bin da nicht mehr so ganz im Bilde. Ich habe im Vorfeld in meinem komischen Missionsbuch nachgeguckt, aber da stand nichts von irgendwelchen Pflichtmissionen. Jetzt wird sich das wahrscheinlich geändert haben. Juto ist jetzt geheilt. Ich bin sehr froh darüber. Ja, ich glaube, wir sind alle sehr froh darüber. Wird wahrscheinlich hoffentlich auch so bleiben. Zum Glück geht es mir wieder besser. Tut mir leid, dass ich euch nicht helfen konnte. Zum Glück haben wir diesen Menschen Nix nach Kota Mare gebracht. Oh ja. Ich glaube, ohne Nix wäre Juto schon längst verloren gewesen. Ohne Scheiß. Ich werde dem Anführer vertrauen, egal was passiert. Okay, ja, kannst du auch. Ich glaube, Kaitin oder Kaitin. Kaitin, ne? Die sagen alle, glaube ich, immer Kaitin. Ist auf jeden Fall eine sehr vertrauenswürdige Anführerin. Auch wenn sie uns anfangs nicht ganz so nett begrüßt hat. Aber das hatte ja auch einen guten Grund. Und es ist in meinen Augen absolut legitim, hier in diesem Spiel den Menschen zu vertrauen. Ja, bevor wir jetzt hier diesen Dialog getriggert haben, wollte ich eigentlich nur sagen, dass es momentan irgendwie keine Möglichkeit gibt, irgendwas zu verkaufen. Also wie gesagt, ich habe alle Waffen, die wir jetzt nicht nutzen, auch den Schlagregen, den wir zum Beispiel kürzlich erst für Crowcell gefunden haben, das habe ich alles rausgehauen und trotzdem hat das Geld kaum gereicht, weil die ganzen Sachen jetzt schon schweineteuer sind. So, wir gucken jetzt erstmal, ob wir zum Dunanfeld hinkommen. Ja, das scheint zu funktionieren. Denn wir haben östlich vom Dunanfeld, so hieß es irgendwie in der Mission, die wir schon ewig lange haben, da soll irgendwo was mit der Redenfamilie sein. Also irgendwie dieser Handlungsstrang von Crowcell. Ich frage mich gerade nur, ob wir jetzt hier wirklich im Dunanfeld irgendwas machen müssen. Oder ob wir uns hier eher rausbegeben müssen. So, warte mal, wir können ja noch mal eben ganz kurz ins Missionsjournal reingucken. Ich weiß zum Beispiel auch immer noch nicht, was ich mit diesem komischen Dämonenschlüssel oder so machen soll. Wisst ihr noch, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, seit ich den gefunden habe.
Letzter Wille, genau das. In der Eremitenhöhle östlich von Dunanfeld gibt es einen Mann mit Verbindungen zur Redenfamilie. Östlich von Dunanfeld. Okay, warte mal. Ja, ich werde es hier einfach mal raus. So, Dunanfeld, Osten. Da, Eremitenhöhle. Okay, da sind wir schon ein paar Mal gewesen. Ich frage mich nur gerade, welcher Weg jetzt der schnellere ist. Ich glaube, wenn wir hier rumlaufen, letzten Endes wird sich das nicht viel nehmen. Aber dann können wir mal... Das ist ein Ausrufezeichen. Hier im Laden ist ein Ausrufezeichen. Gut, dass ich das noch gesehen habe. Weil das ist mir insofern wichtig, als dass ich immer noch hoffe, dass uns vielleicht irgendwann mal jemand eine Aufgabe gibt, die mit diesem ollen Schlüssel zusammenhängt. Wisst ihr, was ich meine? Sohn des Chefs. Ja, ja, wisst ihr, die Sache ist nur... Die Diebe, die ihr für uns besiegt habt, haben uns schriftlich herausgefordert. Darin heißt es, wir warten auf dem Ruhrheit-Plateau. Was habt ihr jetzt vor? Vielleicht will er wegen letztens noch eine Rechnung begleichen. Er klang ziemlich finster. Der Dunan-Dieb, der ein Groll gegen Juto hegt, hat dich herausgefordert. Begib dich zum Ruhrheit-Plateau und triff ihn. Ihr geht hin? Also dann passt auf euch auf. Diebesrache gestartet. Also so langsam nimmt das irgendwie ganz schön überhand, was wir da alles im Ruhrheit-Plateau machen sollen. Ja, ich glaube irgendwie spätestens in der nächsten Folge werden wir uns dann da wohl auch hinbegeben müssen, schätze ich mal. Ich hoffe, ich kann im unterseeischen Tunnel ein paar Hinweise finden. Ich finde, Juto sieht irgendwie mit seinen weißen Haaren viel cooler aus als vorher, aber das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal schon angemerkt, Seffi. Die Aufzeichnung der Mare. Ich frage mich, ob darin irgendetwas Wichtiges steht. Das frage ich mich auch. Ich glaube, das fragen wir uns alle. Vor allen Dingen sind wir von diesen Aufzeichnungen, glaube ich, auch in irgendeiner Art und Weise abhängig, denn ansonsten haben wir ja keine Hauptstory. Was mir noch einfällt, ich bin, glaube ich, damals, als wir hier gewesen sind, da gab es am Laonara-See irgendwie so ein komisches royales Siegel oder sowas. Und ich bin damals so ein bisschen dämlich gewesen und bin mit Argo da irgendwie raufgelatscht und frag mich, ob ich damit Seffi irgendwas machen kann. Wisst ihr was? Ich glaube, ich werde das jetzt mal probieren. Das ist jetzt der Part der großen Experimente. Huch, was mache ich denn hier? Ich wollte eigentlich voll in den Angriffsmodus übergehen. Die Jutos Waffe sieht auch so geil aus. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, als ob wir hier nie wirklich... Was hat er denn jetzt hier noch für einen Schrott? Warte mal. Haben wir bei ihm eigentlich jemals das Seraphenfeuer gesehen? Ich glaube ja fast nicht. Lass mich mal kurz gucken, ob das hier auch wirklich das Beste ist für ihn. Ja, ich würde mal sagen, das ist ein guter Zeitpunkt, um sich das mal anzugucken. Oder was meint ihr? Ja, okay, die gehen doch relativ schnell down. Das ist gerade ein bisschen anders bewertet, so auf den ersten Blick. Ja, meine Erwartungshaltung ist halt immer so, wenn man nach Ewigkeiten hier mal wieder zurückkehrt, ne, dass man plötzlich hier mega viel Schaden macht, verglichen zu den letzten Besuchen hier. Und wir machen ja auch relativ viel Schaden. Oh. Oh, wie geil. Okay, ich glaube, das gefällt mir jetzt schon besser als alle anderen. Ich weiß, ich wiederhole mich dahingehend relativ häufig, aber... Oh, die gleichen Flügel wie bei seiner Koop-Technik. Sehr, sehr geil. Die habe ich ja am Ende des letzten Parts schon so ein bisschen... ja, übertreib einfach. Fast... Hey, das sind gerade nicht ernsthaft fast 18.000 Schaden gewesen, oder? Okay, ich glaube, Crossell hat mich überzeugt, dass sein Seraphenfeuer einiges kann. Aber ganz ehrlich, also der Schaden, der war echt schon ein bisschen pervers. Ich glaube, der hat irgendwie in gewisser Art und Weise auch so eine Art Feuerschwäche mitgebracht, oder? Alles andere wäre irgendwie ein bisschen zu krass. Achso, ich habe jetzt irgendwie mit allen diesen super Angriff. Aber die sehen auch geil aus. Wobei, bei den Gegnern ist das auch okay. Können wir uns das mal leisten? Also ich mache jetzt diese Gegner übrigens nicht nur, weil ich jetzt unbedingt da zu diesem See möchte, sondern auch, um das Geld letzten Endes mitzunehmen. Weil guckt euch das mal an. Wir bekommen pro Aufsammelaktion hier durchschnittlich, also ich habe das jetzt nur bei dem Koloss mal beobachtet, aber das sind über 1000 gewesen. Und wenn man sich anguckt, wie einfach das eigentlich ist, dann, ja, ist das, denke ich, schon legitim. Ich glaube, ich werde jetzt hier aber eher mit dem Plasmaball wieder arbeiten, weil ich den in relativ kurzen Zeitabständen immer wieder zaubern kann. Ja, und der auch ordentlich Schaden auszeigt. Genau, das ist mein Wunsch gewesen. Ja, Malakia ist noch am Leben. Mit dem haben wir auch irgendwie noch so eine offene Mission beim letzten Mal bekommen durch einen Cube.
Und ja, wenn wir das nächste Mal in Richtung Ruhaltbecken aufbrechen, da wird auf jeden Fall richtig Moskau-Gaudi sein. Aber vorher müssen wir mal gucken. Also ich würde ganz gerne, bevor wir jetzt wirklich irgendwie was Neues, Großes starten, würde ich ganz gerne nochmal mir die besten Waffen auch einmal finanzieren können. Keine Ahnung, ob wir das hinkriegen, aber ich werde auf jeden Fall mein Möglichstes dafür tun, das zu erreichen. Und das hier ist ja jetzt eigentlich nur Spaziergang. Die respawnen ja nicht, wenn ich jetzt hier wieder zurückgehe, ne? Ja, ich bin immer am Überlegen, ob ich das rausschneiden soll. Aber ganz ehrlich, ich finde, so lange dauern die ja jetzt hier letzten Endes nicht. Und ich hatte für den Part sowieso nicht avisiert, dass wir uns irgendwie mit der Hauptstory beschäftigen. Also wer sich ausschließlich dafür interessiert, der wird dann wahrscheinlich mit dem nächsten Part glücklich werden. Wobei ich mir nicht mal da sicher bin, wie es da weitergehen wird. Hängt, glaube ich, maßgeblich auch damit zusammen, wie weit wir jetzt hier kommen werden. So, mein lieber Koloss, du, der uns immer so schön viel Geld auch da lässt, würdest du dich bitte mal, ja, obwohl, eigentlich haben wir nichts davon, wenn er sich zu uns umdreht. Ich wollte gerade sagen, er soll sich mal zu uns umdrehen, aber ist irgendwie ein bisschen kontraproduktiv, die Bitte. Und schon wieder ein Level up. Ja, holla, die Waldfee, das geht ja hier echt wie am Schnürchen, wie am Spieß. Keine, Mann, ich drücke hier mal die falsche Taste. Kann doch nicht so schwer sein hier. So, warte mal, ich wollte noch eine Sache, wollte ich mal gucken. Juto hat nämlich, glaube ich, momentan keinen Erfahrungsboost. Das wollte ich eigentlich offscreen nochmal machen, habe das aber irgendwie verpennt. Ich will nur nochmal... Achso, ja, hier die 20% hat er sogar mit drin. Super. Nee, dann ist alles gut. Bei mir war nur wichtig, dass jeder wieder irgendwie so einen Erfahrungsboost hat. Und ich verlasse mich jetzt einfach mal drauf, dass das bei den anderen gegeben ist. Bin mir da auch nicht mehr so ganz sicher, aber ich hoffe einfach mal. So, hier sind wir beim letzten Mal nicht gewesen, seit ich diesen komischen Dämonenschlüssel da gefunden habe. Ich kann mir irgendwie auch nicht vorstellen, dass wir jetzt hier irgendwas machen können, obwohl das die letzten Male nicht ging. Ja, keine Ahnung. Also aus den Dingern werde ich irgendwie nicht schlau. Aber vielleicht hängt das mit diesem komischen Siegel jetzt hier zusammen, wo ich ja eigentlich hin wollte. Nämlich genau mit dem. Weil hier habe ich dann irgendwann mal den Tipp bekommen, dass ich da mal mit Seffi versuchen könnte, irgendwas zu machen. Erforschen, Königsaltar. Okay, da ist nicht wirklich gerade ein Geist erschienen, oder? Und jetzt? Hä? Also reden kann ich nicht mit dem... Aber ein Gegner wird das doch jetzt auch nicht sein, oder? Verstehe ich gerade irgendwie nicht. Kann ich jetzt hier schon irgendwas machen? Bestimmt noch nicht, oder? Ich frage mich gerade, ob ich die Silhouette irgendwie kenne oder erkenne. Aber auf den ersten Blick würde ich eher sagen, nicht. Okay, also mehr kann ich jetzt hier nicht tun. Oder haben wir irgendwie eine Möglichkeit, mit Geistern zu interagieren? Ich glaube ja momentan nicht. Okay, irgendwie habe ich ein schlechtes Gefühl. Irgendwas sagt mir, dass ich jetzt hier vielleicht doch irgendwas machen könnte, aber... Nee, keine Ahnung. Also wenn... Okay, warte mal, eine Sache probiere ich noch, und zwar mit Juto. Ich glaube zwar nicht, dass das jetzt irgendwas nützen wird, aber... Einmal so ein bisschen Geister treten, ne? Hätte ja irgendwie klappen können. Nee, dann will ich wieder zu Crosshell rüber. Mit dir macht das irgendwie Spaß zu spielen, weil... Und jetzt kommt bestimmt der Einwand von dem einen oder anderen. Ja, hängt halt damit zusammen, welche Kommons du den Charakteren gibst. Ja, ich weiß. Aber das macht mir Spaß, mit ihm zu spielen, weil der so schnell seinen Kahn aufbaut. Zumindest in einigen Regionen. Und weil sein komischer Plasmaball so wenig verschwendet. Also so wenig die Leiste da nach oben schraubt. Also ist wahrscheinlich voll viel, nur seine Leiste ist irgendwie voll umfangreich, seine komische Ausdauerleiste und so. Deswegen war das vom Wortlaut her gerade nicht so richtig. Aber mir fällt gerade noch was ganz anderes ein. Ich glaube, ich habe seit Ewigkeiten schon solche Ausdauersamen oder sowas, die ich irgendwie noch nicht... Ja, hier, guck mal, 9 Stück. Ach nee, temporäre, okay. Ja, ich hatte, ja, jedes Mal stolper ich da immer wieder drüber. Ich dachte, dass das irgendwie eine dauerhafte Erhöhung wäre, aber temporär ist dann irgendwie doch unspannend. Ja, wenn ich da so überlege, was da noch so alles in unserem Inventar schlummert, ne, dann ist das irgendwie ein bisschen bedenklich, wenn ich mir zeitgleich wieder vor Augen führe, wie schwer ich mich doch in den letzten Kämpfen hier und da immer... getan habe. Und ja, das vergesse ich dann immer. Ne? Also ich muss mir mal versuchen zu merken, dass ich für den nächsten schwierigeren Bosskampf vielleicht auf das ein oder andere temporäre
Item zurückgreife, was uns irgendwelche Statuswerte oder so erhöht. Das sollte ich mir mal irgendwie im Hinterstübchen behalten. Obwohl ich versuche gerade zu rekonstruieren. Also ganz ehrlich, die Kämpfe, die wir da in diesem, in Jutos Kopf quasi absolviert haben, die sind ja jetzt nun nicht mega schwer gewesen. Oh, jetzt kommen die wieder mit ihren blöden Zustandsveränderungen hier. Ganz ehrlich, ich bin gerade schon wieder viel zu faul, um jetzt hier irgendwie im Item-Menü irgendwas umzustellen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir das auch so hinkriegen. Und ich hoffe auch, dass wir in der Eremitenhöhle auch irgendwie fündig werden. Also wenn wir da jetzt umsonst hinlaufen, wäre das schon ganz schön ärgerlich. Was ist das denn? Ach so, das sind die Dinger. Ich habe so ein komisches fluoreszierendes Schwert oder wie das heißt. Das hatte gerade irgendwie voll die komische Farbe. War hier eigentlich immer schon so eine Action? Irgendwie war mir so, als ob dieser Gang hier seinerzeit weniger mit Gegnern bevölkert war. Aber kann mich jetzt hier natürlich auch täuschen. Hauptsache, ihr droppt uns immer schön Geld. Das ist das Allerwichtigste jetzt hier im Moment. So, und hier sollte ich vielleicht mal überlegen, warte mal. Ja, vielleicht mal überlegen, mit Chains jetzt zu arbeiten. So, lassen wir das einmal auf den Himmelbruch jetzt hinauslaufen. Ich hoffe, ja, okay, ich wollte gerade sagen, ich hoffe, das gelingt ihm auch mit dieser Kahn-Generierung, aber der hatte ja zu dem Zeitpunkt, als ich das sagen wollte, schon genug Kahn in petto. Von daher alles gut. Ey, richtig geil. Ich glaube, ich hatte ja beim letzten Mal irgendwie gesagt, dass das hier meine Lieblings-Super-Attacke ist, ne? Und habe das jetzt irgendwie auf Crusade Seraphenfeuer, glaube ich, umgeswitcht. Weil mit wem habe ich das eigentlich noch nicht probiert? Argos Superangriff haben wir noch nicht gesehen, ne? Und Celestine auch noch nicht. Bei denen sieht das bestimmt auch richtig geil aus, könnte ich mir vorstellen. So, dann zu Crusade rüber. Sehr schön. Nein, nein. Jetzt Plasma-Ball. Sehr schön. Jetzt müsste eine Chainbreak kommen, wenn ich auf Selfie gehe, oder? Ja, sehr schön. So muss das. Das hat doch super funktioniert. So, dann kann ich jetzt eigentlich wieder auf Crusade weitergehen. Oder mit Crusade weitergehen oder weiterspielen. Und dann hätten wir das auch geschafft. Sehr schön. Supi. Vielen Dank für die fast geschenkten Goldmünzen und Erfahrungspunkte. So lobe ich mir das. Wie Juto gerade noch voll auf den Leichnam des Gegners rumgeprügelt hat, ey. Der Hammer und seine unterdrückten Aggressionen. Dabei dachte ich, dass wir ihn irgendwie schon therapiert hätten mit unserem komischen Seelentrip, den wir da geleistet haben. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt habe ich irgendwie auch ein bisschen Bammel. Ich hoffe, dass da gleich ein Häkchen oben in der Minimap, ja, Gott sei Dank, erscheint. Weil ansonsten wäre ich schon wieder ziemlich ratlos gewesen. Aber Tatsache, hier steht jemand. Kenaros, haben wir vorher noch nie getroffen. Ich hatte schon lange keine Gäste mehr. Was kann dieser alte, klapprige Mann, der seine besten Tage längst hinter sich hat, für dich tun? Letzter Wille eines Vaters. Ich weiß nicht, was du für uns tun kannst. Ein bisschen was erzählen. Oh, und der hat direkt eine neue Mission für uns. Oh, der Redenjunge. Ich habe schon auf dich gewartet. In meinem Innersten aber habe ich gehofft, du würdest niemals kommen. Dein Erscheinen kann nur heißen, der alte Reden ist tot, aber ich verschone dich mit der Geschichte. Wo du jetzt hier bist, werde ich meinen Pflichten nachkommen und dir den geheimen Redenschatz geben. Ich will ja nicht unhöflich sein, aber hast du auf diesem Feld ein paar riesige... Ja, haben wir. Ein paar riesige Siegelsteine gesehen? Insgesamt sind es 5. Sie wurden von den Redens zum Einkerkern von Riesen verwendet. Zerstöre die 5 Steine und besiege die Riesen. Wie wäre es, traust du dir das zu? Ach, Riesen klingt ganz schön heftig, aber das kriegen wir schon hin. Vor allen Dingen, wenn ich sehe, dass wir den Bakurio-Ball kriegen. Ich wollte schon immer einen Bakurio-Ball haben. Zerstöre die 5... Nein! Entschuldigung! Ich bin gerade voll auf... bin gerade voll auf die A-Taste gekommen, sorry. Du hast Mumm, Junge. Du gefällst mir. Ich werde dir die Details einer Nachricht senden. In einer Nachricht senden. Bestätige nach dem Lesen, was zu tun ist. Okay, auch noch mit Bestätigungsfunktion. Er ist ja mal mega modern. Aber zuerst will ich nochmal die Mission hier lesen. Kann ja nicht sein, dass ich die hier voll wegdrücke. So, die Reden Siegelsteine. Zerstöre die 5 Siegelsteine und besiege den Riesen, der von der Redenfamilie weggesperrt wurde. Weitere Details findest du im Brief von Kenaros. Melde dich bei Kenaros, sobald du den Riesen erledigt hast. Ach, das ist einer.
Ich dachte, dass aus jedem Stein irgendwie ein neuer Riese kommt. Ja, okay, das wissen wir ja, wie die aussehen. Ich dachte, die zeigen uns jetzt, wie der Riese aussieht. Okay, gut. Das werden wir dann wohl tun. Ich hoffe, ich kriege noch die Position der 5 Steine irgendwie zusammen, aber müsste irgendwie schon hinhauen. Zerstöre die 5 Steine und besiege die Riesen. Lies im Brief die Einzelheiten nach. Okay, dann machen wir das doch direkt mal. Wie man das Siegel eines versiegelten Steins bricht. Cross-Cell von Kinaros. Um das Siegel eines versiegelten Steins zu brechen, benötigt man einen Schlüssel, der zu diesem Stein passt. Wenn du so einen Schlüssel hast und dir einen versiegelten Stein genau ansiehst, solltest du ihn möglichst bald aufbrechen können. Das Siegel zu brechen ist nicht so schwierig, wenn du den passenden Schlüssel dafür hast. In meinem nächsten Brief werde ich dir von versiegelten Steinen und Orten erzählen, an denen sich die Schlüssel befinden. Ach, dann werden wir das vielleicht noch gar nicht abschließen können, wenn wir gar nicht alle Schlüssel haben. Ich glaube, 5 von denen haben wir sogar noch gar nicht beisammen. Versiegelte Steine und Schlüsselorte. Die versiegelten Steine und ihre passenden Schlüssel befinden sich an den folgenden Orten. Dunanfeld, Erbtruhe des Redenhauses. Ich habe keine Ahnung, ob wir das haben. Rheinfold-Ruin, Schatztruhe im Ruhalt-Becken, Versteck der Dunandiebe, Vulkan im Kojoten-Canyon, uraltes Grab, Schatztruhe unter der Belfortburg, Launara-See, Kalkhügel in der Ruhalt-Ebene. Kannst du den Riesen dort besiegen? Ich weiß nicht, ob wir das alles haben. Erbtruhe des Dunanfeld. Ich habe da gerade irgendwie schon wieder gar keinen... Es muss doch hier irgendwo sein. Was ist denn die Erbtruhe des Redenhauses? Ist die hier irgendwo? Das müssen wir doch gefunden haben eigentlich, oder? Na, ich gehe mal von Stein zu Stein und guck dann mal weiter. Vielleicht haben wir ja alle und ich weiß nur nichts von meinem Glück. So, okay, die Einzelheiten haben wir schon nachgelesen. Na gut, dann gucken wir jetzt einfach mal. Ich könnte jetzt natürlich auch ins Menü gehen und da jetzt alles irgendwie durchzählen und gucken und hast du nicht gesehen, aber... ja, ich werde das jetzt lieber auf diesem Wege machen und nach die ganzen Steine abklappern. Weil die Orte, die dort aufgelistet waren, die haben wir auf jeden Fall schon alle besucht. Guck mal, das hier kann ich jetzt auch erforschen. Sehr schön. Das sieht echt cool aus. Richtig schön. Okay, also man erkennt auch, dass man die aktiviert hat, ne? So, die Frage ist jetzt, wo finden wir die anderen Steine? Also bei einigen weiß ich das noch. Ja, einer war in Richtung Launara-See. Einer ist im Nordosten in Richtung Ruhalt-Becken, das weiß ich noch. Und die anderen müssten ja dann eher so im südlichen Bereich sein. In der Diebesoase ist bestimmt auch noch einer. Ich laufe mal erstmal den nördlichen Teil ab, einfach in die Ecken, von denen ich weiß, dass wir dort so einen Stein haben. Und wir hatten ja auf dem Weg zum Launara-See schon alle Gegner getötet. Deswegen spule ich das mal eben schnell vor. Mal, der Geist ist verschwunden. Ja, ist wahrscheinlich auch ein bisschen frisch hier draußen, ne? Obwohl so ein Geist wahrscheinlich nicht friert, aber egal. Wir konnten sowieso nichts mit dem machen. Ich weiß nicht mal, ob der irgendwie Freund oder Feind gewesen ist. Scheiße. Mit dem kann ich leider nicht interagieren und das wurmt mich gerade ziemlich, wenn ich ehrlich bin. Okay, warte mal. Dann will ich jetzt hier nochmal kurz gucken. Dunanfeld, Erbtruhe. Ah, Mist, ey, schade, dass der das nicht irgendwie abhakt in irgendeiner Art und Weise. Also die Schatztruhe. Ach nee, das sagt uns nur... Ach, jetzt verstehe ich das erst. Das sagt uns nämlich, da muss ich jetzt gucken bei Launara-See. Da brauche ich jetzt den Kalkhügel in der Ruhalt-Ebene. Und das konnten wir, glaube ich, noch gar nicht finden, weil wir zum Kalkhügel noch gar nicht hin konnten. Hm, okay, alles klar, weil dann kann ich ja dieser komischen Nachricht hier auch entnehmen, wo ich diese einzelnen Steine finde. Ich werde jetzt trotzdem mal probieren, ob ich die anderen jeweils schon aktivieren kann, weil da kann ich nicht ausschließen, dass wir das nicht vielleicht sogar schon haben in Schlüsselform. Aber es ist echt total der Wahnsinn, oder? Also wie irgendwie alles, was wir jetzt hier irgendwie noch zu erledigen haben, irgendwie alles im Ruhalt-Becken mündet, außer unserer Hauptstory. Also ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, wir werden auch in der nächsten Folge noch nicht in den unterseeischen Tunnel gehen und da weitermachen. Am meisten habe ich irgendwie Angst, muss ich sagen, vor dieser Waisen-Mission, die wir da haben, weil ich irgendwie... ich bin mir nicht ganz sicher, ob das vielleicht unterbewusst noch so in meiner Erinnerung irgendwie drin steckt, aber ich habe irgendwie
Angst vor irgendeinem Kampf, der uns da im Ruhaltbecken erwartet. Ich weiß nur leider nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Vielleicht sogar im Rahmen der Hauptstory, kann natürlich auch sein. Aber irgendwas war da, was nicht einfach gewesen ist oder was mich seinerzeit ziemlich genervt hat. Und ich kriege aber nicht mehr zusammen, was das genau war. Und habe auch gerade so Mühe für mich festzulegen, ob ich darüber glücklich oder eher nicht so glücklich sein soll. Aber lange wird es, glaube ich, nicht mehr dauern, bis wir das rausfinden. Denn ich werde vielleicht sogar in dieser Folge da noch aufbrechen und mir das mal genauer angucken. Aber hier will ich jetzt erstmal den nächsten Stein inspizieren. Genau, weil an den hier konnte ich mich sogar noch erinnern. Ich muss jetzt hier auch gar nicht nochmal alle töten. Könnte auch gerade ein bisschen gefährlich werden, was ich hier tue. Aber notfalls werde ich hier ein paar Chains wieder zum Einsatz bringen und dann passt das schon. Ja, den kann ich sogar erforschen. Sehr schön. So, dann war das immerhin nicht so ganz umsonst, hier nochmal hinzukommen. Und mir fällt gerade ein, ich stehe, glaube ich, direkt auch vom Ruhaltbecken, ne? Vielleicht wäre es klüger, dann da erstmal hinzugehen. Ich bin mir gerade irgendwie sehr unschlüssig. Weil ich meine, die Mission, die kann ich ja jetzt hier sowieso noch nicht abschließen, ne? Deswegen könnten wir es ja theoretisch mal riskieren. Und da mal einen Abstecher hinmachen. Aber da wird so eine Action sein, ey. Das wird schon wieder voll unstrukturiert vorgehen. Ich sehe das schon wieder kommen. Deswegen... weiß ich nicht. Ich würde jetzt am liebsten eine Münze werfen, aber ich habe hier keine Münze. Ich kann mich irgendwie gerade gar nicht entscheiden. Hm. Aber theoretisch müssten wir, sobald wir da sind, auch anhand der Minimap irgendwie erkennen, wo wir ein Missionsziel erreichen und wo nicht. Also theoretisch könnte ich, um meine Struktur so ein bisschen aufrechtzuerhalten, ja auch erstmal sagen, ich umschiff alle anderen Sachen und begebe mich erstmal ausschließlich zu meinem eigentlichen Zielort hin. Wobei, ganz ehrlich, wenn ich jetzt im Ruhaltbecken vier Häkchen sehe, kriege ich das, glaube ich, niemals irgendwie getrennt, wo ich jetzt überhaupt hin muss und wo nicht. Ich werde da jetzt hingehen. Ich werde da jetzt einfach hingehen, weil ich kann das hier nicht abschließen. Ansonsten mache ich mir wieder doppelt und dreifache Laufwege. Und hier habe ich dann wenigstens einen sauberen Start. Ich weiß gar nicht mal, ob wir uns überhaupt zum Ruhaltbecken hin teleportieren konnten. Vielleicht kommen wir jetzt hier sogar an der Ecke raus, wo das ein bisschen einfacher wird, die einzelnen Bereiche abzulatschen. Gucken wir mal. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo wir jetzt hier sind. Minimap. Okay. So, zeig mal an hier. Und wo ist jetzt dieses komische Kalkstein-irgendwas-Gedöns? Ich weiß, dass es ja auch noch eine so eine Stelle gab. Die nach unten hin. Ich glaube, dieser Schniepel da unten in der Mitte. Ich glaube, der war seinerzeit auch durch so eine magische Tür irgendwie versiegelt. Ja, ich weiß nicht, wie ich jetzt hier am besten vorgehen soll. Da ist nochmal so ein Avis-Transport. Aber ich weiß ja nicht. Ich muss ja jetzt hier innerhalb dieses Ruhaltbeckens irgendwie irgendwas erreichen. Nein, ich wollte nicht in den Overdrive-Modus. Ah, das war blöd. Das war blöd, Negoja. Das war mal richtig blöde. Und ich glaube, diese Punks, die haben mich ja seinerzeit auch richtig genervt, ne? Wenn ich Punks sage, klingt das, als ob ich von so Szene-Punks und so sprechen würde. Okay, aber irgendwie machen wir hier relativ viel Schaden. Ich bin gerade etwas überrascht. Ich glaube, wir brauchten für die immer Panzerbrecher, oder? Oder waren das die Funks? Kommen da immer so durcheinander bei denen. So, warte mal. Ich werde jetzt hier... Na, obwohl, solange keine Gegnergruppen sind, kann man das eigentlich mal machen. Zumal ich mit dem Plasma-Ball immer relativ schnell dabei bin und die auch relativ schnell irgendwie aus dem Weg geräumt kriege. Habe mich gerade noch nicht getraut, den zum Einsatz zu bringen, weil meine Leiste gerade schon relativ voll war. So, jetzt ist die Frage. Schade, dass man auf dieser Map hier nicht schon sieht, ob irgendwo ein Häkchen ist. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wir werden relativ weit in den Westen müssen. Schätze ich mal. Das sind nämlich so viele Ecken gewesen, die wir noch nicht betreten konnten. Deswegen werde ich jetzt nicht nochmal die komplette Ruhalt-Gegend ablaufen, sondern... Obwohl, warte mal, konnte ich bei dieser... Minimap da oben rechts nicht irgendwie zoomen oder so? Also so ranzoomen? Ich glaube, ich verwechsel das mit Lost Odyssey, ne? Da ging das nämlich. Was? Warte. Blindlings in das eigene Unglück. Wir sollten lieber nicht, was? Weitergehen. Oh nee, komme ich da jetzt gar nicht hin? Oh, dann kann ich mir ja meinen ursprünglichen Plan jetzt erstmal knicken, oder was? Das heißt doch, ganz ehrlich, von der anderen Seite werden die dann da auch nicht hingehen. Oder wie darf ich mir das jetzt vorstellen? Okay, warte.
Dann werde ich jetzt mal gucken, ob wir über diesen Avis-Transport irgendwie über eine andere Ecke da hinkommen. Weil ganz ehrlich, an der jetzigen Situation, also dass uns die ganze Welt hasst und so, wird sich ja in nächster Zeit wahrscheinlich nichts ändern. Aber guck mal, ich habe keine Möglichkeit. Das ist ja mal blöde. Das ist ja mal richtig blöde. Das heißt, ich werde diese Mission dann erst zu einem viel späteren Zeitpunkt abschließen können, oder was? Also ich werde jetzt nichts unversucht lassen. Ich werde jetzt einfach mal nochmal die andere Ecke entlang latschen und mal gucken, ob ich da vielleicht irgendwie weiterkomme. Okay, hier haben wir wieder ein paar Gegner. Ja, keine Ahnung. Also das ist jetzt natürlich ein bisschen blöde, aber genau das wollte ich ja eigentlich. Also nicht, dass hier irgendwas Blödes passiert, sondern dass ich hier und da mal die Chance bekomme, ein bisschen Geld auch einzuholen. Aber ihr habt ja selber mitbekommen, ne? Ich habe das jetzt nicht irgendwie gemacht, um da so ein bisschen mich durchzumogeln und das unter falschen Vorwänden hier aufzusuchen. Ich bin wirklich der Meinung gewesen, dass ich jetzt hier irgendwie schon hinkomme, auch weil so viele verschiedene Missionen uns hier hingeleiten wollten. Und also irgendwann muss ja dann im Umkehrschluss, sobald wir dann diesen unterseeischen Tunnel abgewickelt haben, müsste ja dann im Umkehrschluss irgendwas passieren, was uns Rue halt wieder betreten lässt, ne? Ich weiß auch gar nicht, warum die da nicht hingehen, weil ganz ehrlich, egal ob da jemand von der Nord- oder von der Südarmee rumsteht, letzten Endes würden wir die eh platt machen, ja? Egal, wer da irgendwie der Meinung ist, uns eins auf den Deckel geben zu wollen. Dann würden wir den Spieß nämlich einfach mal voll kackfrech umdrehen, aber ne, die wollen wahrscheinlich alle keinen Ärger. Und ich kann mir vorstellen, dass Seffi da wahrscheinlich so maßgeblich dran beteiligt ist, ja, dass sie irgendwie sagt, nein, nicht unnötig in Gefahr begeben. Wir haben eine Mission, die wir erfüllen müssen. Deswegen gehen wir da nicht hin. Ja, einfach mal voll ungeachtet dessen, wie Celestine sich vielleicht fühlt, die ja gerne ihren Papa vielleicht nochmal zu Gesicht bekommen möchte oder ein bisschen Hintergrundinformationen wünscht. Aber ganz ehrlich, die pragmatische Seffi würde bestimmt so argumentieren, dass sie dann sagt, kommt Zeit, kommt Rat. Irgendwann werden wir unsere Unschuld beweisen und dann werden wir da wahrscheinlich hinkommen, ohne uns irgendwie Sorgen machen zu müssen. Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist Seffi auch gar nicht die Initialzünderin, sondern mein Liebling Rue oder so. Am Ende liege ich hier voll falsch. Ah, keine Ahnung, ich mache mir schon wieder viel zu viele Gedanken um so einen Quatsch. Was wir nicht ändern können, können wir nicht ändern. Da brauche ich mir jetzt nicht irgendwie einen Sündenbock dafür zu suchen. Aber ich will trotzdem gucken, ob wir hier vielleicht irgendwas reißen können. Wer weiß, vielleicht ist jetzt hier irgendwo auch eine Truhe gespawnt, die vorher nicht da gewesen ist oder so, keine Ahnung. Aber sieht irgendwie nicht danach aus. Ja, aber gut, die haben hier offensichtlich nicht diese komische Panzerung. Da schien also wirklich die sind, glaube ich, grün gewesen, ne, diese Fangs. Ah, bin ich aber nicht traurig drüber, dass wir jetzt hier die etwas schwächere Form besiegen müssen. So, mich würde ja jetzt erstmal interessieren, deswegen werde ich jetzt mal an denen vorbeilaufen. Ob wir jetzt überhaupt da hinkommen, wo ich eigentlich hin möchte. Boah, ist aber ganz schön weiter Weg. Ich dachte, dass wir da jetzt mir nichts, dir nichts einfach hinlatschen können. Das hier war die Ecke, wo wir zum ersten Mal Malakia getroffen haben, weiß ich noch. Irgendwie, auch wenn ich den Typen voll gestört finde, irgendwie ist der mir doch so ein bisschen ans Herz gewachsen. Also seit er da wegkrepiert ist und ich mich so schuldig gefühlt habe in Belfort, wünsche ich mir irgendwie, dass wir ihn halbwegs sicher wieder zurückbekommen. Okay. Nee, liebe Leute, leider nicht, leider nicht. Ich werde mich jetzt mal hier ohne euch eben kurz zurückprügeln und dann sehen wir uns gleich im Dunanfeld wieder. So, und da wären wir wieder am Anfang. Also ein Level-Up gab es für Juto. Und ja, ansonsten haufenweise Erfahrung und ein bisschen Geld. Diese ganzen Blabora-Viecher und so, die lassen leider nicht so viel Geld da, wie die ganzen Gegner, die wir hier zum Beispiel antreffen. Und ja, ich werde mich auch hier jetzt mal bis zum nächsten Stein durchprügeln ohne euch. Crossell und Seffi haben jetzt zwischenzeitlich ein Level erreicht und wir sind jetzt hier ja, im uralten Grab. Ich weiß gar nicht. Ich glaube aber, hier gab es auch einen Stein. Ich bin mir jetzt noch nicht mehr ganz sicher. Aber ja, ich wollte jetzt einfach nochmal die Ecken ablaufen, die wir jetzt hier noch gar nicht gesehen haben. Und ich betrachte das jetzt einfach, was ich ohne euch jetzt ja in Kämpfen absolviert habe,
quasi so als Art Offscreen-Trainingseinheit-Farming-Level-Gedöns. Ich hatte ja sowieso schon überlegt, damals noch bei den Lati, ich weiß nicht, ob ihr euch da noch erinnern könnt, in der Nähe von Abazet, ob ich da nicht mal so eine Trainingssession offscreen einlegen soll. Und ja, hol das jetzt so ein bisschen nach. Also wie gesagt, abseits von den Level-Ups verpasst ihr hier überhaupt nichts. Also das ist alles sehr langweilig. Und ich habe sogar überlegt, in den Momenten, wo ich euch quasi rausschnipple, ob ich da nicht vielleicht sogar die Waffen anlegen soll, die man mit dem DLC zusammen sich heruntergeladen hat. Aber ich hatte irgendwie keinen Bock, ins Menü zu gehen. Ja, ich bin manchmal so ein bisschen faul und habe darauf erstmal verzichtet. Aber ich werde das vielleicht, wenn wir sowas nochmal machen sollten, vielleicht, wenn ich das nächste Mal durch Rue halt durchkomme und da nochmal hinlatsche, vielleicht werde ich das da dann nochmal machen, dass ich einfach, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen, mit den DLC-Waffen hier auch rumwusele. Ey, das wäre richtig geil. Also wenn ich 4 von 5 Steinen hier schon aktivieren könnte, dann wäre das super. Weil diesen 5. Schlüssel, den konnte ich ja dann noch gar nicht kriegen, ne? Wenn das in einem bis dato nicht begehbaren Bereich befindlich ist, dann brauche ich mir da auch nichts vorzuwerfen. Und das wäre irgendwie ja eine schöne, nette Bestätigung für mich, dass ich bisher immer alles so schön gründlich durchsucht habe, und so muss ich ja auch mal lobend hervorheben. Weil ich habe manchmal schon so ein Talent dafür, bestimmte Sachen zu übersehen. Aber das würde mich ja doch irgendwie freuen, wenn wir das hier komplett hätten. Weil ich konnte mich wirklich an diese ganze Mission null erinnern. Überhaupt nicht. Deswegen habe ich ja auch in dieser einen Folge, ich weiß gar nicht, welche das jetzt genau war, aber es gab ja diese eine Folge, wo ich hier extra nochmal zurückgelatscht bin, weil sie diesen komischen Dämonen-Ruinenschlüssel, glaube ich, war das, gefunden haben in Rue halt. Und ja, hatte gehofft, dass man da vielleicht schon irgendwie irgendwas mit den Steinen machen kann. Und ja, habe mich da umsonst auf den Weg gemacht. Und das wäre so ein schöner Trostpreis, wenn ich jetzt wenigstens wüsste, dass ich alles gefunden habe, was man bis dato auch finden konnte. Oh, ey, diese wegrennenden Feigensäue, ey, sowas kann ich ja haben. Die haben mich ja die letzten Male immer schon so aufgeregt. Ich habe jetzt auch die ganze Zeit nicht im Menü nachgeschaut, bei wie viel Geld ich überhaupt liege. Das wollte ich mir gerne mit euch zusammen dann am Ende des Parts mal angucken. Weil ich habe wirklich jeden Gegner mitgenommen, der mir hier auf dem Weg lag. Ich weiß auch gar nicht, wie das mit der Partlänge, da ist der letzte Stein, sehr schön, wie das mit der Partlänge jetzt hier aussieht, weil immer, wenn ich so im Mittelteil irgendwie was rausschneide, dann kann ich das immer nur ganz schwer einschätzen. Also wenn dieser Part irgendwie besonders lang oder besonders kurz ausfallen sollte, dann bitte ich das zu entschuldigen, aber das weiß ich halt so genau nicht mehr. Ich nehme jetzt hier knapp 50 Minuten auf. Ich glaube, das wird tendenziell eher ein längerer Part, aber ja, ich habe halt keine Ahnung. Ich drücke gerade innerlich total die Daumen, dass ich jetzt hier dieses Ding auch noch aktiviert kriege, weil dann weiß ich, dass ich nichts falsch gemacht habe und nichts übersehen habe und überhaupt. Also es sei denn natürlich, ich hätte vorher in Rue halt irgendwie schon an diesen 5. Schlüssel kommen können, aber irgendwie glaube ich das nicht. Irgendwie glaube ich das nicht, weil ich erinnere mich noch daran, als wir da gewesen sind und ich eigentlich in Richtung Osten auch aufbrechen wollte und es dann irgendwie keine Möglichkeit gab. Ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt hier den Gegner gerade alleine bekämpfe. Chuto hat da wahrscheinlich gerade schon wieder eine pinke Pause oder sowas eingelegt. Ja, an diesen Stein konnte ich mich irgendwie nicht mehr so erinnern, weil das seinerzeit alles von diesem ganzen Albedo-Thema so ein bisschen überschattet wurde, ne, und mich so ein bisschen davon abgelenkt hat. So, sehr schön. Die Gegner sind irgendwie die coolsten, weil die gehen richtig schnell weg zu putzen. Nein! Nein! Ich versage! Ich versage, ich gehe mich ritzen. Ich komme hier nicht klar, ich bin so traurig, ich habe mich so kurz vor meinem Ziel gesehen. Oh, das ist echt ärgerlich. Warte mal, wo sind wir denn jetzt hier? Nee, warte, ich müsste vielleicht erstmal auf die Karte gucken. Dunan Diebesoase. So, okay, und was steht jetzt hier? Diebesoase. Versteckt der Dunan Diebe Vulkan im Coyoten Canyon. Wo war denn da ein Vulkan? Ach du Scheiße. Oh, ich habe so keinen Bock, im Coyoten Canyon nochmal irgendwie zu suchen. Also ich hoffe ja mal, dass das irgendwie ein Gebiet gewesen ist, wo ich seinerzeit noch nicht hin konnte. Oh, aber das Ärgerliche daran ist, dass ich auf kurz oder lang oder über kurz oder lang, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, dass ich ja dann
nochmal in den Coyoten-Canyon aufbrechen muss, worauf ich ehrlich gesagt überhaupt gar keinen Bock habe. Das gehört nämlich immer noch zu den Dungeons, die ich irgendwie am allerwenigsten mochte hier in dem ganzen Spiel bisher. Aber gut, führt kein Weg dran vorbei. Ich weiß halt nicht, ob es da irgendwas Neues gibt. Ich bin am Überlegen, ob ich mich da nicht offscreen auf die Suche machen sollte. Da sind wir aber so lange schon nicht mehr gewesen. Ich weiß ja nicht, vielleicht gibt es da irgendwelche neuen Ecken. Weil ich kann mir ehrlich gesagt nur ganz, ganz schwer vorstellen, dass, sehr schön, dass wir da auch mal Ausdauerregeneration Level 5. Okay, warte mal, jetzt bin ich verwirrt. Hier geht's zurück zum Speicherpunkt, ne? Genau, da wollte ich jetzt auch hin. Ja, irgendwie bin ich nicht glücklich mit dem, was wir jetzt hier in dem Part geschafft haben, muss ich ja mal so ganz ehrlich anmerken. Weil die letzten Male sind wir ja so ein bisschen verwöhnt gewesen, ne? So was so Fortschritt und Story und sowas alles angeht. Und hier, ja, aber ich habe auch nicht großartig irgendwas falsch gemacht. Also das war jetzt, glaube ich, einfach so ein erforderlicher Schritt, um mal abzustecken, wo steht man eigentlich gerade. Ich frage mich nur gerade, dieser komische Bengel, der uns hier die... Ach, war das nicht auch im Ruhaltbecken? Der irgendwie meinte, dass dieser Diebestypi jetzt hier irgendwie eine Revanche will. Ich glaube, das war aber auch in Ruhalt. Ich guck mal eben nochmal kurz nach. Wir wollen ja hier nichts unversucht lassen. Diebesrache. Ja, Ruhalt-Plateau. Alles in Ruhalt. Guck mal, diese drei Sachen hier. Und das jetzt im Grunde genommen auch. Ja, nee, okay. Ich glaube... Ich weiß nicht, also entweder ich werde in der nächsten Folge dann zum Coyoten-Canyon gehen und mal gucken, ob ich da diesen Schlüssel noch bekomme. Warte mal, kann ich mich da jetzt überhaupt hin teleportieren? Ja, steht zur Verfügung. Oh, ich habe da irgendwie so keinen Bock hinzugehen. Ja, okay. Irgendein Motivationsschub wird mir bis dahin schon einfallen. Vielleicht machen wir auch doch mit der Hauptstory weiter. Lasst euch einfach überraschen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut und bis dahin. Ciao.